So, herzlich willkommen. Heute mal wieder direkt vor der Kamera und auch mit einem spannenden Gast, nämlich den Herrn Alexander Thurn. Er ist Salesforce-Experte und Partner in dem Bereich, hat schon viele Unternehmen dabei begleitet, Salesforce zu integrieren im Unternehmen. Und ich dachte mir, das ist doch mal ganz spannend für die Analyse. Es gibt ja schon eine Analyse auf meiner Website zu Salesforce. Und ich dachte mir, das ist vielleicht ganz interessant, weil man sich ja mit so vielen Unternehmen beschäftigt als Einzelaktionär. Und da bekommt man doch ein paar spannende Einsichten von Experten, der sich gut auskennt in dem Bereich. Und daher würde ich auch gleich mal abgeben an dich. Und zwar kannst du gerne kurz was zu dir erzählen, deiner Person, deinem Unternehmen und vielleicht auch im gleichen Atemzug, warum Salesforce so interessant ist. Ja, vielen lieben Dank für die nette Einleitung und danke schön, dass ich heute mit dabei sein darf. Genau, ich bin Alexander Thurn, ich bin Geschäftsführer der Frontend Solutions GmbH und die Frontend Solutions GmbH hat sich auf Salesforce spezialisiert. Also wir bieten Kunden die Individualisierung von Salesforce an. Salesforce ist kein Produkt von der Stange, da muss man jede Menge anpassen. Und genau, wir haben uns vor ein paar Jahren auf Salesforce spezialisiert, weil wir selber ein CRM gesucht hatten. Wir kannten Salesforce schon so ein bisschen und haben uns das nochmal genauer angeguckt und ja, waren total überzeugt davon. Und genau, selber bin ich auch Aktionär. Ich habe auch Aktien von Salesforce gekauft, aber das ist nicht meine Hauptexpertise. Ja, Genau. vielleicht an dem Punkt noch vorweg. Also du erzählst natürlich deine persönlichen Eindrücke. Das heißt, es gibt jetzt keinen Grund. Natürlich machen wir das auf meinem Kanal mit Zusammenhang vom Aktien, mit dem Investieren, dass wir als Aktionäre auch interessante Eindrücke bekommen. Aber das ist natürlich nur deine persönliche Meinung. Auch bei mir, ich bin auch selbst investiert in Salesforce, eine kleinere Position, auch schon ein bisschen länger, aber das dient vor allem als Eindrücke, unsere persönliche Einschätzung und was natürlich du als Anleger dann damit machst, das bleibt dir überlassen. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall hilfreich, die ein oder anderen Eindrücke hier mitzunehmen. Und ja, vielleicht direkt die einfache Frage vorweg: Wofür braucht ein Unternehmen überhaupt Salesforce? Was können sie denn mit dem Tool machen? Wo sind die Haupteinsatzbereiche? Genau, also Salesforce ist ein sogenanntes CRM und CRM steht für Customer Relationship Management. Und da geht es dann quasi darum, Customer gleich Kunde. Also, dass man quasi die Daten von Kunden ablegt, die man dann abspeichern kann, zum Beispiel, um denen an Weihnachten mal eine Karte wieder zu schicken oder um eine neue Aktion, eine Marketingaktion dann an alle Kunden rauszuhauen, per E-Mail oder auch per SMS und so weiter, ne? Und im Grunde ist das so die Basis von CRM. Und Salesforce ist das größte CRM-System. Die haben 20% am gesamten Markt an Anteil. Und es gibt es auch schon seit 2006. Es ist ein amerikanisches Unternehmen und hat unheimlich viele Module. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass man einfach seine Kundendaten da abspeichert, sondern die haben jede Menge Zusatzfunktionen, was Automatisierung angeht. Das heißt, ich kann automatisch denen eine Weihnachtskarte schicken, jetzt, ne, um es vereinfacht jetzt Die tätigen ja auszudrücken. auch immer weiter Zukäufe und versuchen sich an dem Bereich so eine Art Ökosystem aufzubauen, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, die haben eine riesige Plattform aufgebaut, in der unheimlich viele Funktionen mit dabei sind. Man kann da ganz einfach Webshops mitmachen oder Portale und diese Portale sind dann automatisch in Salesforce integriert. Und das ist halt das Geile, dass man es in Salesforce dann alles auf einen Blick hat. Genau, wir werden gleich auch nochmal auf andere Punkte eingehen mit der Konkurrenz und was du so für Vor- und Nachteile siehst. Bestimmt spannend ist auch die Slack-Übernahme, die hat ja auch zu einem gewissen Kursreaktion geführt. Da hast du ja auch in deinem Video das nochmal besprochen. Genau, du hast Genau. nämlich auch ein Video dazu gemacht, das werde ich auch noch verlinken, da kann man auch gerne mal reinschauen. Wir werden das ergänzen, nochmal drauf eingehen und drauf aufbauen. Aber genau, bevor wir zu den Punkten kommen, kannst du gerne auch dein Bildschirm teilen. Dann können wir vielleicht mal sehen, wie so ein Tool aussieht von innen, wenn man das dann nutzt, worauf man da achten muss, was man da so sieht, Ja, kann ich wie man sehr das gerne verwenden kann. machen. Genau. So, ich bin jetzt hier mal auf unserer Homepage, da haben wir so ein paar Screenshots verlinkt, die zeige ich einfach. Und zwar fange ich hiermit mal an. Genau, ja. Ja, ich hoffe, das geht jetzt im Vollbild einigermaßen. Ja, Das das ist sieht man. eine der spannendsten Funktionen, nämlich dass man im Salesforce alles auf einen Blick hat. Ne? Und dafür gibt es ein sogenanntes Dashboard. Das ist so wie so ein Cockpit, kann man sich das vorstellen. Das heißt, ich als Geschäftsführer kann hier alles im Blick haben, was passiert gerade bei mir im Vertrieb. Ne? Also ich sehe jetzt hier, wie viele Leads habe ich gerade. In welcher Phase, ne? Also bei uns ist es so, wir müssen ja Kontakt aufnehmen mit jemandem. Wir programmieren ja quasi für Kunden Salesforce. Und das heißt, irgendwo müssen wir erstmal Kundendaten herbekommen. Und dann können wir diesen Kundendaten so einen Status vergeben, der heißt bei uns dann Adresse.
Also 80 Leads sind gerade im Status Adresse und dann werden die von uns nach und nach durchgegangen. Und im zweiten Schritt wäre es dann so, ich rufe da vielleicht an. Und Genau, dann sehe ich hier, Adresse kann okay. sein, auf einer Messe oder irgendwas hat man mal den ersten Kontakt geknüpft, die Visitenkarte ausgetauscht und das wäre dann zum Beispiel Genau. so die Adresse oder der erste Punkt. Genau. Und sobald ich einmal angerufen habe, setze ich den auf Erstkontakt. Zumindest, wenn ich einen erreicht habe, dann. Und dann ist es meistens so, dass ich dann nochmal anrufe, um den Entscheider ans Telefon dran zu bekommen. Und dann haben wir quasi so einen extra Status. Ne? Und irgendwann ist es dann so weit, dass wir in einen Termin reinkommen. Und dann haben wir Termin vereinbart, so einen Online-Termin, wo man über Zoom dann ein bisschen was über Salesforce erklärt. Und meistens ist es so, dass die sich, also bei mir ist es so, die wollen sich dann entscheiden für ein CRM-System. Und ich bin da quasi ein Experte für Salesforce, mit denen sie dann sich mal unterhalten. Ne? Und dann geht es irgendwann ins Angebot rein, in die Verhandlungen. Und wenn alles gut läuft, dann gewinnt man den quasi als Kunden. Und das heißt, also in diesem Bereich sehe ich jetzt schon unheimlich gut, ja, wo stecken gerade die meisten Leads? Ne? Also hier sind zwar ziemlich viele Adresse, also bearbeite ich die vielleicht erstmal. Und dann, ansonsten gibt es noch so andere interessante Informationen für mich als Geschäftsführer. Wo kommen meine Leads her? Also hier sieht man unten links dann 60 Leads kamen über die Webseite, 40 haben wir vielleicht einfach mal angerufen, ganz, ganz dreist. Oder 40 andere wurden wir empfohlen, Google-Werbung ausgespielt und so weiter. Und das kann man sich als Salesforce-Kunde quasi selbst einstellen. Also nicht jeder hat jetzt Kaltakquise. Das heißt also Klar, hier ja. konfiguriert man sich quasi die Bereiche rein, die man hat. Und du hast ja auch angesprochen, dass Salesforce auch sehr viele Integrationen hat. Das heißt, ich kann das alles auch automatisieren, dass es direkt die Daten aus den jeweiligen relevanten Quellen direkt rauszieht, oder? Genau, also wenn einer bei uns über die Google-Werbung was macht, dann ist das automatisch im System drin. Also dann müssen wir quasi nichts mehr von Hand machen und das ist einfach mega komfortabel und dann kriegt man noch richtig Geschwindigkeit auf die Strecke. Klar, ja. Ja, Genau, was wir interessant. auch Man nochmal sieht schön so. alles übersichtlich. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben noch so ein bisschen, wir wollen es mal anstacheln, wir wollen Vollgas geben. Ne? Ja. Das heißt, es gibt noch sowas wie Klar, ein ja. Tachometer, sage ich mal. Ne? So Sachen kann man sich da einstellen und Ja, und die klassischen Ampelsysteme und die BI-Tools, die man so kennt. Ja. Genau. Und bei uns waren es hauptsächlich zwei, also Christian und ich, wir haben meistens Ja. das gemacht hier. Deswegen haben wir geguckt, okay, wer ist wo, in welcher Phase, wie gut performen wir und so weiter, ne? Wie gut sieht es quasi aus. Genau, also das ist so erstmal die Interessant. Übersichtsfunktion, für mich als Geschäftsführer mega cool. Ja. Und wenn man sich dann so ein Lead mal anguckt, also ein Lead, wer ein Lead jetzt nicht kennt, das ist im Grunde ein Kontakt, also schon eine Person, also irgendeine Person. Oder es kann auch noch eine Firma sein, meistens ist es aber schon eine konkrete Person, über die man irgendwas hat. Vielleicht habe ich nur eine Telefonnummer von der, ne, und, oder nur eine E-Mail. Und je mehr ich halt mit dieser Person zu tun habe, desto mehr finde ich dann raus, ob die an Salesforce interessiert ist bei uns jetzt zum Beispiel. Und ich weiß vielleicht auch irgendwann, okay, die Webseite von der, ich weiß vielleicht dann, wie viel Umsatz machen die. Und dann haben wir diese Stati hier, die wir eben gesehen haben, in die ich die selber einordne. Das kann man sich bei Salesforce auch selber einrichten. Also man muss das auch nicht so kompliziert machen mit diesen ganzen Stufen. Bei uns hat das halt zu unserem Vertriebsprozess gepasst, ne? Ja, Und also das kann das Unternehmen dann auch seine Bedürfnisse anpassen, was es da braucht, was da wichtig ist und genau, also im Prinzip hätte man auch einfach einen Schritt machen können, noch nicht kontaktiert und dann am Ende gewonnen zum Beispiel, ne? Oder verloren, ne? Und man kann sich das so einfach halt einteilen, wie man möchte. Und das heißt, man sammelt über diesen Lead ein paar Informationen, guckt sich den an, findet raus, okay, hat er prinzipiell Interesse. Wenn er jetzt vielleicht noch kein Interesse an Salesforce hat, dann würden wir sagen, okay, Wiedervorlage, in 2 Monaten nochmal anrufen. Und da das hier quasi Salesforce so ein Cloud-System ist, kann ich dann diesen Lead sehen, aber auch mein Geschäftspartner oder ein anderer Vertriebler Oder im auch der Team. Vertriebler, der gerade unterwegs ist, auf dem Handy gibt es dann sicherlich auch die passenden Apps und alles dazu, oder? Genau. Über Apps kann man sich das dann quasi auch auf dem Handy, es geht auch direkt kostenlos bei Salesforce, dass man auf dem Handy das hier auch einsehen kann. Und ja, genau, das ist im Grunde so die Lead-Ansicht. Und alles, was man hier sieht, kann man in Salesforce konfigurieren. Na, also hier oben sind da so Knöpfe, ne, wo irgendwie konvertieren draufsteht, bearbeiten. Und ich könnte jetzt auch einen Knopf machen, mit dem ich den Lead an, ich weiß nicht, eine andere Abteilung schicke Ah und ja. denen direkt irgendwie Informationen mitgebe. Na, also das kann ich mir so selbst zurecht konfigurieren und das ist das Geile an diesem Salesforce. Ja. Also ein sehr mächtiges Tool, wenn ich weiß, wie es geht. Und natürlich auch, meistens braucht man dann Expertise von außen, wie euch jetzt zum Beispiel, die das natürlich einem einrichten, weil sonst wird das wahrscheinlich alles ein bisschen viel, auch gerade für kleinere Unternehmen dann wahrscheinlich. Genau, also das ist das
das große Ding bei Salesforce. Also Salesforce kann unheimlich viel, aber es erschlägt einen halt am Anfang auch so ein bisschen, ne? Und das heißt, wenn man da das schön machen möchte und übersichtlich machen möchte, dann muss man das halt so entsprechend anpassen. Und da braucht man dann jemanden, der sich mit Salesforce auskennt. Und man kann natürlich auch im eigenen Unternehmen einen Mitarbeiter quasi schulen, dass der das irgendwann selber kann. Aber ich mache das jetzt seit einigen Jahren und ich kann nur sagen, dass es ja sehr, sehr viele Funktionen gibt in Salesforce. Und das dauert auf jeden Fall ein bisschen, sich da komplett zurechtzufinden. Genau, ansonsten habe ich noch einen anderen Screenshot. Da sieht man jetzt zum Beispiel, das machen wir dann morgens auf bei uns, ne? Wenn wir so ein Daily machen. Wo sind welche Leads? Wo haben wir gerade einen Termin? Und wo sollten wir vielleicht nochmal gucken, ob das Angebot endlich fertig wird? Oder falls ein Kollege krank ist, sehe ich dann, okay, der hat gerade ein Lead im Status Angebot und vielleicht sollte ich da auch mal reingucken, ne? Dass da quasi nichts ins Stocken gerät. Ja, super Und interessant. Ja. genau, den allerletzten, den ich noch zeige kurz, ist, dass man Gerne. zu einem Lead auch so Sachen protokollieren kann. Also es gibt ja nichts Nervigeres, als wenn man in so einem Callcenter zum Beispiel anruft. Und die erinnern sich an einen gar nicht mehr, ne? Und genauso ist es natürlich auch für potenzielle Interessenten nervig, wenn man mal Kontakt hatte mit denen und dann aber später nochmal Kontakt hat und gar nicht mehr weiß, worum ging es überhaupt. Klar, und dann Ne? fragt oder vielleicht auch gar nicht mehr den Namen weiß und alle Hintergrundinformationen. Das ist natürlich direkt eine negative Erfahrung vom Kunden, die man auch als Unternehmen vermeiden will. Ja, genau. Vor allem, wenn der Kunde vielleicht schon eine halbe Stunde mal erklärt hat, was er alles möchte. Ne? Und dann nach 3 Monaten, ich meine, ich habe natürlich mit vielen Kunden zu tun, kommt er dann wieder nach 3 Monaten und der erwartet dann eigentlich schon, dass ich noch weiß, worum es geht. Klar, und im Ne? schlimmsten Und Fall kann da natürlich auch ein großer Auftrag verloren gehen, wenn der Kunde dann genervt ist und denkt, ich habe das doch schon alles dem Kollegen erklärt. Das ist mir jetzt zu blöd, da wende ich mich lieber an anderen Unternehmen. auf jeden Fall. Ja. Genau. Und dafür kann man in so einem CRM-System wie Salesforce jetzt hier halt protokollieren. Ja, also ich kann hier einen Anruf protokollieren, ich kann eine E-Mail protokollieren und so weiter und so fort. Und hier unten sieht man es auch, ne? Es war jetzt von September 2020, da hatten wir einen Termin mit dem. Und diese Protokollierung von dem Termin, die macht Salesforce auch automatisch. Ne? Also ich muss das nicht manuell unbedingt machen. Das ist quasi verknüpft mit unserem Gmail, geht auch mit Microsoft, ne? Mit dem Outlook. Und dann kann man sich quasi die Termine automatisch synchronisieren und dann kann man hier direkt sehen, okay, wir hatten einen Termin. Oder ein Kollege hat einen Termin. Oder wenn ich dem Angebot geschickt habe, kann ich das auch hier direkt finden. Und das Geile ist halt, ich kann auch sehen, okay, hat er diese E-Mail aufgemacht, ne? Hat er sich dieses Angebot angeguckt? Und auch selbst wenn hier mein Vertriebspartner das Angebot rausgeschickt hätte, würde ich es ja trotzdem sehen. Das kann man ziemlich stark konfigurieren. Also man könnte auch Salesforce so einstellen, dass man das nicht sehen darf. Aber meistens ist es doch komfortabel, wenn man im gleichen Team dann sowas sehen darf halt, ne? Wie ist denn deine Erfahrung, wenn du bisher immer mit Unternehmen zusammengearbeitet hast, auf Kunden zukamst? Wie haben die das davor gemacht? Hatten die davor irgendwie eigenstrukturierte Prozesse, vielleicht sogar Excel-Tabellen? Hatten die eine andere Software? Wie war da so der Stand, bevor Salesforce dann eingesetzt wurde? Ja, also meine Kunden sind alle in Deutschland gewesen, was Salesforce angeht. Und da war es sehr oft so, dass die Excel hatten. Also die hatten schon so ein eigenes internes Tool, vielleicht aus der Produktion, ne, wo dann irgendwelche Daten auch erfasst wurden, so Ist-Daten, also was, ein Abverkauf oder so, der war da eingetragen, ne? Aber dann wurden diese Daten quasi übernommen und dann in Excel eingetragen von Hand und dann nochmal so Schätzungen dazugefügt, Ja, also ne? Also das einfach, ich sag nachgeschätzt. mal, nervige, aufwendige Prozesse waren es davor, die man natürlich versucht hat, irgendwie effizienter zu gestalten, eben mit solchen Systemen wie Salesforce. Ja, genau. Oder wenn Sie ein CRM-System hatten, dann halt schon älteres. Ich meine, Salesforce gibt es zwar seit 2006, aber dass alles so in der Cloud ist wie hier, das war früher natürlich nicht so, ne? Vor allem in Ja, Deutschland klar. nicht. Und Ja, Mark das Benioff, heißt, der CEO, war ja auch deiner ersten, der dieses SaaS-Business oder dieses Cloud-Modell auch etabliert hat bei den Unternehmen. genau. Und auf jeden Fall, der war ganz vorne dabei damals, ne? Mit seinen Cloud-Systemen. Unglaublich früh eigentlich. Also ich glaube, da gab es wenig Konkurrenz, was so Cloud-Anlösungen anging. Da war der ganz vorne. Genau, das kann man auch auf meinem Artikel im ersten Kapitel nachlesen. Es war ja einer seiner Mission, er hat gesagt, der End of Software, weil er einfach nicht diese nervigen Lizenzpakete wollte, die man sich irgendwie installieren muss, sondern ganz flexibel diese, auch über Abo-Modelle natürlich, ist es bei Salesforce wie bei den meisten modernen Tech-Unternehmen und eben mit den ganzen verschiedenen Integrationen und Tools ganz bequem über die Cloud. Genau. Und ja, das ist auch so ein Riesenvorteil von diesen Cloud-basierten CRM-Systemen, dass man übergreifend
gut arbeiten kann im Vertrieb, ne? Also klar, wenn ich ganz alleine bin im Vertrieb, dann kann ich mir vielleicht auch noch lokal auf dem Computer installieren, so ein CRM-System. Aber je größer mein Vertriebsteam wird, umso wichtiger ist, dass man so eine Software hat. Klar, So eine Cloud-Software, wo man sich überall einloggen kann, ne? von deinem Gefühl her, da macht ja selbst auch selbst Angaben zu, aber wie viel spart sich dann ein Unternehmen ein? Weil letztendlich kommt es ja immer darauf an, dass ich Zeit oder auch Geld am besten Fall beides einspare. Auch mittlere bis große Unternehmen, wie sind also die Vorteile, wenn sie auch eben auf so ein System wie Salesforce zurückgreifen, das natürlich auch seine Kosten hat. Also ich glaube, die offizielle Zahl sind so 30%, Ja, oder? genau, meine ich auch. Und ja, also ich finde, es kommt immer darauf an. Am Anfang ist es natürlich keine Einsparung, weil man Salesforce einmal einrichten muss, ne? Also da, wo ich dann meistens dabei bin, dann geht es darum, okay, wir müssen Salesforce konfigurieren. Ja. Und das kostet halt erstmal Geld, Also ne? du Und diese sorgst dafür, dass die Einsparungen, erstmal viele Ausgaben haben und keine Einsparungen. genau, richtig, so eine Art Investition, ne? Und dann hängt es noch so ein bisschen davon ab, wie gut ich das einrichte. Also wenn ich Salesforce ganz lapidar einrichte, dann kann das auch ein bisschen unkomfortabel zu benutzen sein. Da beschweren sich dann auch einige Leute, ne, das ist nicht so geil, wie es quasi angepriesen wurde im Marketing. Ne? Und in den Videos sieht alles total geil aus. Ne? Klick, klick, alles fertig. Aber dazu gehört natürlich auch, dass man sich selber mit den Prozessen beschäftigt. Ne? Also wie sind meine Prozesse? Und auch die User quasi im eigenen Unternehmen, die müssen dann quasi auch zu Wort kommen. Ne? Und dann müssen die auch das Recht haben zu sagen, okay, ich muss jedes Mal 10 Klicks machen hier. Und das soll bitte einer werden. Ne? Und sowas kann man dann machen als Salesforce-Partner, dass man dafür sorgt, dass das super komfortabel benutzt wird. Und je mehr man das macht, desto mehr spart man dann quasi ein. Ne? Und so eine genaue Prozentzahl weiß ich jetzt auch nicht genau. Also ich glaube, Salesforce ist ein bisschen mal optimistisch. Also ob das wirklich Ja, 30 Prozent sind, weiß ich nicht. Ich würde tendenziell dann sagen, ein bisschen weniger wird es schon sein. aber es lohnt sich auf jeden Fall für die Kunden. Das sieht man ja auch an dem starken Wachstum. Also, wer die Salesforce-Aktie kennt oder auch mal einen Blick auf meinen Artikel geworfen hat, die wachsen nach wie vor mit über 20% Umsatz pro Jahr, haben schon eine Marktkapitalisierung von, ich glaube, über 200 Milliarden sind es. Das heißt, das muss man erstmal schaffen in der Größe. Und das heißt natürlich auch, dass die Software wohl gut ankommt, dass wahrscheinlich auch viele Kunden Upgrades durchführen, aber vor allem, dass auch viele neue Kunden dazukommen. Genau, also im Grunde, was ich so mitbekommen habe, ist, dass wenn so Unternehmen wachsen und langfristig am Markt sind, dass dann irgendwann die gar nicht mehr an diesen Punkt vorbeikommen, so groß zu denken auch. Und bei Salesforce ist halt das Schöne, dass das so ein Sprung ist. Ich kann das als kleine Firma nutzen, da passt nicht so viel an und ist auch nicht alles automatisiert vielleicht erstmal. Das muss auch nicht automatisiert sein, aber wenn ich dann größer werde und immer mehr Umsatz mache, dass man dann merkt, okay, ich habe jetzt hier vielleicht 10 oder 20 Leute, die tanken, oder vielleicht auch Tausende, ne? Also es gibt auch Salesforce, wo dann quasi 2000 Lizenzen gekauft werden. Die sind nicht alle im Vertrieb, ne? Da sind dann quasi auch andere Abteilungen Ja, involviert. klar. Und wo dann dieser Kommunikationsaufwand ohne so ein Tool halt immer größer wird. Und da sind dann quasi die richtigen Einsparungen. Und das ist Ne? natürlich Und ein also, Riesenvorteil, wenn man es dann schon gemacht hat als eher kleineres Unternehmen und dann mit dem Tool sozusagen wächst. genau, das ist dann halt das Geile, das geht da so gut. Ja, spannend. Jetzt haben wir auch gesehen, okay, das ist ein wichtiger Bereich. Die Unternehmen brauchen sowas, gerade wenn sie größer werden, wenn das Vertriebsteam wächst. Ich habe gesehen, du hast auch schon auf die Investor-Präsentation, da geht ja Salesforce auch an die Marktanteile im CRM-Bereich. Vielleicht können wir da auch mal kurz einen Blick drauf werfen. Weil dann ist natürlich die Frage, wer merkt, okay, man braucht so ein System, das ist wichtig, sowas, aber welchen Vorteil hat denn Salesforce gegenüber der Konkurrenz und gibt es auch andere Tools, auf die eventuell die Unternehmen zurückgreifen? Ja, mal gucken hier. Ich habe diese Ja, ich meine, ich Folien müsste ein bisschen offen. Also du weiter meinst unten kommen, ich glaube. Diese, ja, die da, da Anteile, oben. meinst du, ne? Genau, ja, perfekt. Genau, du hast schon erwähnt, ungefähr 20% Marktanteile gibt Salesforce auch an. Da muss man natürlich immer vorsichtig sein, wobei das eine unabhängige Studie ist von IDC hier. Und auch in anderen Bereichen deckt es sich. Oft habe ich Unterschiede gesehen bei unteren Platzierungen. Also Salesforce ist egal, auf welche Studie du schaust, die Nummer 1, aber gerade in dem unteren Bereich gibt es Unterschiede zwischen Adobe, SAP. Aber genau, wie Ja. ist dein Empfinden so? Welche Konkurrenz spielt eine große Rolle? Vor wem muss ich Salesforce hüten? Also Salesforce ist international sehr unterschiedlich aufgestellt und ich mache hauptsächlich Deutschland. Ne? Und in Deutschland, das ist schon eher so ein klassisches, also mein Gefühl jetzt jedenfalls. Ne? Wir sind so klassisch unterwegs hier. Wir lieben die Produktion, wir lieben die Massenfertigung und so Und den weiter. deutschen Perfektionismus auch. Genau, Perfektionismus und ich selber bin auch so. Und also manchmal jedenfalls. Ne?
Und auch was so Marketing und Vertrieb angeht, sind wir nicht immer optimal aufgestellt. Also die Amerikaner auf jeden Fall deutlich besser als wir hier. Und die denken auch viel stärker vertrieblich und marketingorientiert. Zumindest was mir so was ich mitbekommen habe. Ne? Und wir Deutschen sind eher schon klassisch unterwegs. Ne? Also eher so rational auch. Was für einen Umsatz rechnen wir nächstes Jahr? Da sind die Deutschen immer pessimistischer als die Amerikaner. Und die Amis, die schätzen gerne sehr optimistisch dann. Und was bei Salesforce in Deutschland ist, da ist mein Gefühl, dass es stark auf dem Vormarsch ist, vor allem in Süddeutschland. Wir aber noch viel Potenzial haben, was Salesforce angeht. Also ich glaube, diese Prozentzahlen vermutlich einfach stimmen, nicht für Deutschland. Da ist, glaube ich, eher so die Konkurrenz, die jetzt gerade auch stark wächst, Microsoft. Muss man ganz klar sagen. Also ich habe ganz oft damit zu tun, mit Entscheidungen, möchte ich Salesforce nutzen jetzt als CRM-System oder möchte ich Microsoft nutzen als CRM-System. Und ich glaube, der Anteil von Microsoft, der wird hier in Deutschland, der wächst stark in Deutschland, glaube ich. Also da muss ich Salesforce vorher in Acht nehmen hier. Was glaubst du, wovon hängt es denn dann ab, ob ein Unternehmen auf Microsoft oder dann auf Salesforce zurückgreift? Das heißt, in welchen Fällen oder vielleicht aber welche Unternehmensgröße oder in welchem Bereich, welche Spezialisierung setzt ein Unternehmen eher auf Salesforce und in welchen Fällen dann eher auf Microsoft? Also es gibt natürlich so Fälle, wo es ganz klar ist, dass immer dann, wenn ein Unternehmen hier aufgekauft wird von einem größeren, egal ob amerikanischen oder deutschen Unternehmen, und die Mutterfirma hat quasi Salesforce oder Ah, klar, Microsoft, ne? Also dann dann wird wird es einfach gesagt, ihr angepasst. müsst jetzt Salesforce benutzen oder ihr müsst Microsoft benutzen. Ja. Und ansonsten ist es noch so, dass die Unternehmen, also mein Gefühl jetzt nur, mein persönliches, die nicht so vertriebsorientiert sind hier, also die vielleicht 2000 Mitarbeiter haben, aber nur zwei Vertriebler. Und eigentlich läuft der Laden auch so, ne, die sich gar nicht anstrengen wollen oder müssen. Die sagen, ich habe nur 8 Kunden. Ne, was soll ich mit Vertrieb und Marketing? Ne, und das sind so Zulieferer zum Beispiel, ne, die Ja, für klar. zwei, drei große Unternehmen Ihre arbeiten. festen Verträge haben, alles, wo Genau, es einfach und im Hintergrund läuft. genau, da läuft seit 20 Jahren läuft das Geschäft. Ne, und die denken, ja, das wird sich niemals ändern, alles bleibt genauso oder hoffen es zumindest. Und dann sagen die sich, ja, wofür soll ich hier Vertrieb machen? Ne? Und da ist jetzt der Vertrieb dann nicht so stark aufgestellt. Und Salesforce ist halt unheimlich stark, was Vertriebsfunktionen angeht. Ne? Also wenn ich jetzt Vertriebler wäre, dann würde ich mich auf jeden Fall für Salesforce entscheiden. Weil Microsoft ist eher so das allgemeine Tool. Ne? Das ist zwar ganz nett, dass ich da direkt integriert bin in Outlook und allen möglichen Microsoft-Systemen. Aber es ist eher so mein Gesamtunternehmenssteuerungsprogramm. Ne? Und Salesforce setzt dann schon eher beim Vertrieb an und hat trotzdem alle anderen Abteilungen mit an Bord. Ne? Aber da, wo der Vertrieb viel zu sagen hat, die wollen dann meistens auch Salesforce haben oder im Marketing wollen sie dann HubSpot, ne? Das ist ein anderes System nochmal. Und ja, ich glaube, da, wo der Vertrieb viel zu sagen hat, Salesforce ansonsten nicht unbedingt. Ein spannender Bereich ist natürlich auch, wir haben auch schon die Tools und alles gesehen, oder ein großer Vorteil, und vielleicht auch mitunter ein Grund, warum Salesforce so stark wächst. Wenn Sie natürlich diese Produkte vertreiben und alles, dann verwenden Sie sie natürlich auch selbst. Das heißt, Sie sind ja auch Experte in Ihren eigenen in Ihren eigenen Produkten, in Ihren eigenen Diensten und haben natürlich dann wahrscheinlich selbst einen hervorragenden Vertrieb. Ist das auch was, was du spürst, was du merkst in deiner alltäglichen Arbeit? Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also Salesforce nutzt der Salesforce selber. Klar, ja. Und die sind auch sehr zahlenorientiert. Und ich glaube, die Mitarbeiter bei Salesforce, die schwitzen schon sehr. Also ich bekomme ab und zu halt was mit denen mit, ne, wenn ich mal irgendwie eine Anfrage habe oder mit dem Kunden mal zu Salesforce ins Gespräch gehe. Ne? Und da merke ich schon sehr, dass die sehr durchorganisiert sind. Und für Salesforce sind natürlich auch besonders lukrativ die großen Kunden. Ja, das ist so Klar. ein. Also als kleiner Kunde fühlt man sich manchmal nicht so gut aufgehoben, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist so ein kleiner Nachteil, den ich da sehe, dass man als kleiner Kunde einfach nicht ernst genommen wird, weil man denen auch gar nicht genug Umsatz bringt. Ich kann es natürlich auch verstehen, ne? Die Ja, verdienen das logisch. meiste an Lizenzgebühren mit den Großen, aber hat so ein negatives Beigeschmack irgendwie, wenn man dann als kleiner nicht ernst genommen wird. Das nervt dann schon. Ne? Und die haben bei Salesforce auch extra Leute, die quasi für die Kleinen zuständig sind. Ne? Dann wird sich quasi ein bisschen jetzt ein bisschen gelernt, habe ich das Gefühl, ne, dass die Mitarbeiter mal ein bisschen lernen, Vertrieb, wie man das richtig macht. Und für die Großen kommen dann die Vertriebsprofis quasi an den Zug. Und macht auch Sinn, ne? Klar, Nervt ja. trotzdem als Kleiner, wenn da immer regelmäßig auf Wechsel sind, ne? Also die sich dann bewähren bei den Kleinen, die steigen dann relativ schnell auf und so weiter. Und ja. Ja, wenn wir da schon dann den einen oder anderen kritischen Aspekt ansprechen,
in deinem Video, das auch auf deinem Kanal gibt, das in der Beschreibung von dem YouTube-Video hier findet, hast du auch einmal von einem Art Gemischtwarenladen gesprochen oder auch von Unübersichtlichkeit bei den ganzen Tools, dass zum Beispiel die Sales und die Service Cloud schön übersichtlich ist und alles passt, aber dass auch andere Bereiche gibt, zum Beispiel Marketing Cloud, wo das dann schwierig wird oder komplex oder unübersichtlich oder auch die Developer-Konsole dann. Genau, ich kann ja mal hin. In der Folie gibt es auch so Ja. eine Grafik, wo man die Tools mal sieht, Ah wo ja, ich super, genau. reinkommen will. Kann man das erkennen? Das sieht man Genau, gut. also das, was wir eben gesehen haben mit diesen Leads und so auf der Webseite, das war quasi die hauptsächlich die Sales Cloud, Ja. wo Vertriebler mitarbeiten. Und dann gibt es noch so einen anderen Bereich, das ist die sogenannte Service Cloud. Und da geht es dann eher darum, wenn man schon einen Kunden hat und man irgendwie Probleme hat oder es soll ein Produkt zurückgeschickt werden, irgendwas ist kaputt gegangen, ne? Also so kundenservice-mäßig halt. Da sind ganz viele Funktionen in dieser Service Cloud und die kann man dann dazu buchen. Ne? Also ich kann sagen, ich möchte nur Sales Cloud benutzen oder ich möchte nur Service Cloud benutzen oder man kann halt beides buchen und Ja. das ist halt dann direkt integriert. Also wenn ich Das hier ist dann irgendwas wahrscheinlich auch verkauft ein Punkt, wie habe. Salesforce dann mit den bestehenden Kunden wächst. Also man kann wahrscheinlich auch eine Genau. Sales Cloud zusätzliche Dienste noch dazu buchen oder wenn weitere Nutzer vom Unternehmen dazu kommt, aber eben auch, indem man dann, wenn man mit dem Produkt vertraut ist, mit dem Tool, dass man dann noch das weiter ausbaut auf andere Bereiche. Ja, ganz genau. Man kann sich ja für jeden Punkt hier entscheiden. Ne? Also ich kann erstmal damit starten, kann ausprobieren und später kann ich das dazu buchen und dann sind die Daten quasi verknüpft. Ne? Genauso im Marketingbereich, wo ich dann endkundenmäßig denke, ne? Wo ich dann hunderttausende Push-Notifications rausschicken kann für irgendwelche Smartphones und da auf einem, also das ist eher so Endkundenbereich, ne? Also große Massen im Marketingbereich. Commerce ist halt die Shop-Lösung von Salesforce. Und Analytics, ganz interessanter Bereich, der wächst immer mehr. Da man halt diese Daten hier zur Verfügung hat. Das glaube ich bei Tableau, die Übernahme, die sie auch gemacht haben, wo sie den Bereich gestärkt haben, oder? Ja, genau. Ich glaube, die sind da ständig am Stärken sogar. Also Ja, dieses Analytics, genau. das wächst extrem. Ja. Ja, weil da kann ich dann so Prognosen machen mit, aufgrund meiner historischen Daten, kann dann gut vorher berechnet werden, wie sehen meine Umsätze nächstes Jahr aus und so weiter wahrscheinlich. Ne? Oder wo sollte ich mal vielleicht mal wieder aktiv werden, in welchem Bereich. Ne? Also welche Kunden habe ich vernachlässigt, obwohl die mir viel Umsatz gebracht haben. Und mir selber fällt es vielleicht gar nicht auf, ne? Weil wenn das, also der Computer, der merkt quasi noch mehr als man selber als Mensch. Ja. Ja, und Und dann, ja, und ja. da in den ganzen Bereichen, da gibt es dann auch mal die einen oder anderen, wo ein bisschen unübersichtlicher sind oder wo da ein bisschen Ja, also für schwieriger mich persönlich, ich bin ja ist. auch, ich habe zwar auch BWL gelernt, Ja. aber auch Informatik, also Informatik studiert. Und wenn ich das jetzt rein technisch betrachte, dann sind da oben diese beiden Bereiche, die klappen super geil. Also da technologisch astrein, alles gut dokumentiert, funktioniert alles stabil. Sind das auch meistens Und die Einstiegsbereiche, mit denen die Unternehmen die ersten Kontakte dann haben? bei mir ist es entweder Sales oder Marketing. Ja, ah, okay. Und ich bin jetzt gar nicht so der Marketing-Fokussierte, ich bin eher hier oben drauf fokussiert auf die Klar, und Bereiche. Service holt man sich dann eher dazu, wenn es klappt, wenn man dann noch weiter dann in den Servicebereich vorgeht. Also Sales und Marketing ist so oft der erste Ansatzpunkt dann. Ja, bei mir ist das immer so, ne, da kann sein, dass es Zufall ist, aber bei mir kommen die immer aus Klar, diesen beiden Bereichen, die Anfragen. ja. Und die anderen sind dann halt eher so Zusatzsachen. Ne? Da haben die schon Salesforce, eins von diesen drei Modulen, und wollen dann nochmal irgendwas extra haben. Ne? Und ja, es gibt auch so industriespezifische Lösungen. Also man kann Sales Cloud so holen und das selber einrichten, oder man kann sich auch so eine Finance Cloud zum Beispiel holen. Ne? Ja. Bei der Finance Cloud sind dann halt speziell für Finanzdienstleistungen und so weiter, Funktionen integriert schon von vornherein.